Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir spielen The Lost. Ich habe jetzt schon die erste Ebene fertig gemacht, weil ich gucken wollte, was wir hier so bekommen. Es war nämlich eine XL-Ebene. Wir haben zwei goldene Räume gehabt, haben am Anfang in dem ersten goldenen Raum einmal die 25 Münzen bekommen und im anderen goldenen Raum haben wir... Ja, was eigentlich? Weiß ich gerade nicht bekommen. Und auf jeden Fall haben wir noch PhD dann im Shop gekauft, haben eben bei dem normalen Boss, welcher Monstro war, der schwarze Monstro, da haben wir die Fleischkeule bekommen, also Damage Up. Dann haben wir den Small Rock bekommen, den ich noch irgendwo in einem Stein gefunden hatte, in einem blauen Stein. Die Purse, noch ein paar Pillen bekommen und Tammys Head. Stimmt, Tammys Head war, glaube ich, im goldenen Raum, oder? Gut möglich. Und Death Touch halt. Death Touch haben wir auch. Das heißt, wir haben jetzt richtig viel Damage. Eben im Teufelsraum habe ich noch... Was habe ich denn da eben eingesammelt? Achso, Death Touch. Ja, Death Touch habe ich eben hier im Devil Deal eingesammelt. Und so können wir doch eigentlich weitergehen. Wir haben ganz viele Münzen. So, sorry, da war ein kurzer Cut. Meine Mutter ist reingekommen. Wollte irgendwas, weil... Wegen ihrem Bildschirm... Irgendwie fehlt ihre Menüleiste im Internet Explorer. Da gehen wir vielleicht rein, wenn wir zwei Schlüssel haben. Allerdings haben wir zurzeit nur einen, also lohnt sich das nicht. So. Zumindest haben wir viel Schaden. Das ist gut. Und mit unseren... mit Tammys Head ist das... Guck mal. Stimmt, das ist ja auch. Nice. Okay. Aber was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Oh Gott. Ist auf jeden Fall ein neues Lebensitem, sonst sterben wir einfach zu schnell. Das nehme ich einfach mal nicht mit, weil ich nicht genau weiß, was es macht. Und wir haben eine Icon C Forever Pille, die sollten wir vielleicht mal einsetzen und hier überall mal gucken, ob hier der Geheimraum irgendwo ist. Okay, wir haben hier zwei. Wir haben zwei Schlüssel. Okay, was ist das für einer? Mit vollem Leben, das heißt, hier werden einfache Gegner kommen. Weitestgehend. Okay, das geht noch. Das ist alles noch okay. Auf jeden Fall haben wir viel Schaden und mit Tammys Head ist das richtig super. Aber wir brauchen halt noch einen neuen Lebensitem, weil wir sonst zu schnell sterben. Und ein Brimstone wäre auch richtig nice. Oder irgendwas, womit wir einfach ein Schild bekommen würden oder so. Das wäre alles nice. Oh nein, warum so ein Raum? Warum? Oh Gott, sterb. Stirb, ohne uns zu töten. Stirb einfach, ohne uns zu töten. Dankeschön. Geheimraum. Ganz viel Geld. Okay, wir brauchen eigentlich kein Geld. Das finde ich ein bisschen doof, dass wir so viel Geld finden. Was will ich mit so viel Geld? Plum. Aber gut, dass das Zeug überall durchgeht. Das mag ich. Das ist super. Das ist super toll. Okay. Schauen wir mal weiter. Hoffentlich trifft mich das nicht. Sehr gut. Einfach stehen bleiben, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Das hilft immer. Oder fast immer. Noch eine Karte. The Lovers bringt uns überhaupt nichts. So. Oh, das ist ja schon fast wie ein Brimston mit Tammys Head. Das ist ja richtig nice. Hanged Man bringt uns auch nichts, da wir sowieso schon fliegen können. Das auch nicht. Bloody Lust. Was bringt uns das? Wenn wir jetzt getroffen werden, dann sind wir stärker. Uhuhu. Your good stool. Eine good stool, good. Okay, was haben wir hier? Auch wieder nur Müll. Komm, wir kaufen uns das. Und spielen jetzt einfach ein bisschen. Vielleicht kriegen wir eine Fliege. Irgendwie um uns rum. So. Aber wir haben ja PhD. Das heißt... Na gut, das bringt irgendwie nichts. Das heißt, wir können uns die Pille holen, die was Gutes sein muss. Naja, geht so, ne? Ist so, geht so gut. Okay, und dann haben wir hier alles von der oberen Hälfte. Können wir uns langsam... Richtung Boss machen. Okay, Curse of the Lost. Curse of the Maze, kannst du bitte aufhören? Ich will doch nur in diesen Raum hier rein. Okay. Die dürfen uns ja nur nicht töten. Dann ist alles gut. Jetzt kriegen wir The Fool. The Fool, The Fool. Die werden wir gut einzusetzen wissen. Denn damit gehen wir jetzt in den Stahlraum rein und hoffen, dass da das neue Lebensitem drin ist. Dann würde ich mich nämlich wenigstens ein bisschen sicherer fühlen. Okay, Trollbomben. Und neun Lebensitem. Nein, wir kommen zu Krampus.
Der richtig schnell gestorben. Wow. Oh, wow. Okay, was ist, wenn wir die Wheel of Fortune hier reintun? Kriegen wir dann coolere Items? Kriegen wir dann coolere Items eventuell? So richtig coole Trinkets so mäßig? Scheinbar nicht. Na gut, dann sprengen wir das in die Luft. Alter, wir haben so richtig viel Schaden zu dem Ding gemacht. Paralysis? Was? Okay, Paralysis zählt also nicht als schlechte Pille. Wir brauchen diese Full-Karte, weil wir da ja wieder raus müssen. Irgendwie. Alter, wir haben den... Entschuldigung für das Alter. Wir haben den fast gewonnen hittet, nur mit Tammy's Head. Richtig gut. Ich mag das. Nice. Wieso sind unsere... Achso, wegen The Coal. Habe mich gerade gewundert, warum unsere Tränen so schwarz sind. Aber gut, natürlich wegen The Coal. Dark One ist nicht cool. Ist überhaupt nicht cool. Wow. Wenn er seinen Laser macht, dann bin ich tot. Bin ich auf jeden Fall tot. Ich weiß nämlich immer nicht, wie man den Laser ausweichen soll. Hoffen wir einfach, er macht seinen Laser nicht und dann ist alles gut. Genau, dash du einfach mal die ganze Zeit. Das finde ich gut. Und dann stirb bitte auch mal. Danke. Devil Deal, danke. Kriegen noch eine Box voll Stuff. Achso, Devil Deal waren wir aber schon drin. Hier noch ein Damage Up. Perfekt. Hierophant brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Pheromone. Okay. Hierophant, setzen wir ein. Pam, pam. Okay, haben noch ein bisschen mehr Damage, dank den Hörnern. Wie ist denn Damage, dank den Hörnern? I like that. Was kriegen wir hier? Sorry, da war noch ein Cut. Weil wieder jemand reingekommen ist. Irgendwie ist das heute komisch. Ich habe hier eine Truhe geöffnet gehabt. Und da war eine Able, ein Able-Typ drin. Immerhin ein bisschen mehr Schaden. Was haben wir hier? Eine graue Kiste. Die nehmen wir mal lieber nicht mit. Oh nein, ist das... Na, okay, der Raum geht eigentlich. Wie weit geht eigentlich das? Weit genug? Nee, da leben noch welche. Okay, haben wir besiegt. Okay, wir sind aber ganz schön langsam. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, was uns schneller macht. Auf jeden Fall. Aber irgendwie kommt heute meine ganze Familie rein. Erst meine Mutter, dann mein Bruder. Na ja. Machst du nix. Ist halt so, ne? Okay. Zumindest haben wir ganz viel Schaden und machen fast jeden Raum One-Hit. Und wenn wir nur ein bisschen nachhelfen müssen, dann ist das natürlich auch okay. Was haben wir hier? I can see forever. Nice. Wir haben zwei Schlüssel. Schauen wir mal in den Shop. Oh. Die Blue Map. Okay, finde ich gut. Dann kaufen wir uns noch den Schlüssel. Und die Bombe. 15 Münzen haben wir dann immer noch. Das ist gut. Hier ist nur ein Automat. Okay. Nur ein Automat. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Schlüssel, um ehrlich zu sein. Damit wir noch die beiden anderen... Ach nee, wir brauchen gar keine Schlüssel mehr. Zwei Schlüssel. Ja, gut. Gut, damit können wir... Hä, wieso? Den wir eben erst bekommen, ne? Ja. Oh, noch eine Wine Shop. Sehr nice. Denn wir wollen ja noch die beiden goldenen Kisten da unten öffnen. Was kriegen wir hier? Das Scheißhaufen Trinket. So gut es auch ist, ich glaube, ich möchte meinen Schaden lieber behalten. Möchte ich, glaube ich, wirklich. Ja, ja, der Schaden ist gut, weil wir müssen so schnell wie möglich einfach die ganzen Räume kaputt machen, damit wir ja keinen Schaden bekommen. Okay, dann würde ich sagen, wir haben vier Schlüssel. Dann können wir auf jeden Fall mal die goldenen Truhen da unten öffnen. Um zu schauen, was da drin ist. Was haben wir denn hier? Faith Up. Oh, doch eine kleine Truhe. Ja, du. Und was ist da drin? Hierophant. Oh, setzen wir ein. Noch eine Hierophantenkarte. Ist immer gut. Eine graue Kiste. Das wird sich nicht lohnen. Da kommen Bosse. Na komm, wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem. YOLO Mauder Dolo. Warum nicht? Hier, nimm die Bombe. Okay. Wir machen auch so genug Schaden zu dir. Du musst unsere Bombe nicht fressen. Wenn du nicht willst. So, von dir habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Deswegen setze ich das Ding hier mal ein. Vor allem... Wow, okay, das war knapp. Oh, ich sollte hier nicht reingehen. Ich sollte hier echt nicht mehr reingehen. Vor allem nicht, wenn das kleine Bosse sind, die hier drin sind. Oh, ja. Stirb bitte schnell, stirb bitte schnell. Bitte schnell, danke. Kommt noch ein Boss? Ich hoffe nicht. Nee. Okay, für drei Münzen. Wow, für drei Münzen so eine Strapaze ausgesetzt. Solchen Strapazen. Okay, unser Damage ist aber echt nice. Was kriegen wir hier? Noch ein paar Gelddinger.
Okay, das können wir schnell beenden hier. Und was kriegen wir hier? Ein paar Pillen. Wir haben PhD. Das heißt, die Pillen, die wir dadurch bekommen, müssen gut sein. Okay. War leider nicht wirklich was Tolles. Pheromone halt. Da behalten wir lieber unser Tamiset. Waren wir schon im... Ja, wir waren in beiden Geheimräumen. Da kommt schon wieder jemand. Ich sehe, wie das Licht angeht. Ich warte mal kurz. Na, kommt da rein? Scheinbar nicht. Na gut, dann gehen wir weiter. In diesen Raum. Okay, aufpassen, dass sie einen nicht treffen. Okay, perfekt. Perfekt. Okay, gut, dass die so schnell gestorben sind. Und Gertie. Die rote Version. Das heißt, der spuckt nicht, oder? Ich glaube, der macht nur... Ja. Der spuckt nicht. Der spawnt die ganze Zeit nur Sachen. Dieser Gertie, den habe ich am liebsten. Weil der ist einfach überhaupt kein Problem. Okay, perfekt. Vielleicht kriegen wir noch einen Devil Deal. Wahrscheinlich aber eher nicht. Doch, okay. Das war noch irgendwas anderes. Deswegen nehme ich noch mit. Achso, Regeneration. Ja, gut. Und nice. Ein Damage Up erstens. Damage und Tears Up. Oh. Und den Duke of Flies. Na, ratet mal, was das ist. Ihr habt jetzt 10 Sekunden Zeit, in die Kommentare zu schreiben, welches Item dieser Duke of Flies wohl ist. Also ursprünglich war. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, ich gebe einen Tipp. Der kann Fliegen spucken. Na, wisst ihr es jetzt? 2, 1, wie halt auch der normale Duke of Flies. Es ist das Rotten Baby. Yay. Aber das sieht doch viel cooler aus. So ein kleiner Duke of Flies, der Fliegen spuckt. Ich finde das toll. Okay, dann gehen wir in die nächste Ebene. Ab in die nächste Ebene mit uns. Ist schon die 5. Wir kommen Mom immer näher. Necropolis XL, okay. Ist nice. Das heißt, wir müssen keine 2 Ebenen mehr machen, nur noch eine XL-Ebene. Oh. Aufpassen, aufpassen. Die tun nämlich schnell mal weh. Okay, haben wir überlebt? Was haben wir hier? Nochmal Pheromone. Ja gut, nochmal Pheromone kann man machen. Wieso haben wir eigentlich diese Katzenohren? Wir haben eine Art Katzenohren, guck mal. Ach ne, das sind Hörner. Katzenohren. Hörner mit Katzenohren, okay. Ich habe Hörner mit Katzenohren verglichen. Alles klar. So, Smarok haben wir schon, aber da waren Schlüssel drin. Also eigentlich müssten wir gar nicht diese Steine noch sprengen. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Aber gut, da war jetzt ein Schlüssel drin, also hat sich das doch irgendwie gelohnt. Der stirbt zum Glück recht schnell. Oh, wir haben so viel Schaden. Ich mag das. Die Chancen stehen echt sehr, sehr gut, wenn wir nicht irgendwie komisch sterben. Wir haben halt trotzdem nur ein Leben. Dass wir... The Tower. Dass wir The Lamp besiegen und dann alles freigeschaltet haben. Das wäre richtig nice. Vor allem mit diesem Tummy's Head. Das ist so gut. Diese Kombination. Tummy's Head mit den... Eine goldene Kiste. Lieber nicht. Obwohl, es ist eine einfache. Ist eine einfache Challenge. Weil es nur normale Gegner sind. Oh Gott. Mit den Death Touch ist recht nice, wollte ich sagen. So. Aber wir machen halt auch so richtig viel Schaden. Okay. Und man kann es halt in jedem Raum einsetzen. Das ist echt schon fast wie Brimston und Tamiset. Einfach die beste Kombo, aber halt mit Death Touch Dingern. Ist aber auch okay, weil die auch überall durchgehen und fast über den ganzen Raum gehen. So. Und wie viel Schaden wir einfach machen. Wow. Nehmen wir nicht mit, auch wenn wir dadurch Gabi werden könnten. Aber wir haben sowieso noch gar kein Gabi-Item. Obwohl, dann ist die Chance höher, dass wir auch das neue Lebens-Item finden würden, ne? Machen wir trotzdem lieber nicht. Ich brauche den Schaden. Wie schon gesagt, Put on Touch. Das bringt uns überhaupt nichts. Weil wenn wir getroffen werden, sind wir sowieso tot. Aber okay, wir haben genug Geld. Keine Stopwatch, aber ein Damage-Up. Und ein Damage-Up. Und was war das noch? Hier, Challenge-Up, genau. Nehmen wir das mit, nehmen wir das mit. Okay, aber ein Damage-Up. Wow, wir machen immer mehr Schaden. Kann es denn sein, dass wir endlich ein OP-One haben mit The Lost? Wo wir dann auch mal endlich The Lamp besiegen können. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Und der Duke of Flies ist auch recht nice. Der macht halt Fliegen. Und die Fliegen machen Schaden. Und Fliegen, die Schaden machen, sind nett. Alles, was Schaden macht, ist nett. Alles, was uns irgendwie hilft, ist nett. So, oh nein, wieso denn schon wieder, du? Ich habe Angst vor dem Feuer. Und ich habe Angst vor den Dingern. So,
zwei, drei. Da kommt noch einer. Kommt da noch einer? Nein. Okay. Wie arm wäre das bitte, jetzt zu einem Feuer zu sterben? Ja, wir dürfen halt immer trotzdem nicht übermütig werden. Denn wir haben trotzdem nur ein einziges Leben. Und deswegen hoffe ich, dass wir noch irgendwo das Katzen-Item finden. Sei es in einem Devil-Deal oder auch... Ah, wir kriegen gar kein Devil-Deal mehr, ne? Weil das jetzt nächstes Erleben da ist. Shit, wir kriegen keine Devil-Deals mehr. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Naja, wir machen eh genug Schaden. Trotzdem müssen wir halt aufpassen, nicht getroffen zu werden. Das geht so schnell, getroffen zu werden. Ich kann euch das ja, mal präsentieren, wie schnell man getroffen werden kann. Nee, lieber nicht. So, sollten wir noch irgendeine Pille oder eine Karte finden, die uns rausteleportet? Aus einem Stachelraum. Das wäre ganz schön. Ich guck einfach mal kurz, ob ich hier irgendwo eine finde. Eine Fool-Karte oder sowas. Wäre auf jeden Fall recht nett, ne? Okay, kann eine Joker-Karte sein. Ist eine Tour of Clubs-Karte. Okay, was bist du? Hanged Man bringt uns auch gar nichts. Komm schon. Gib mir eine gute Karte. Mann ey. Blödkopf. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir halt in den goldenen Raum, wo Schubdawub drin ist. Schubdawub! Unnötig. Na gut, springen wir hier kurz die... Okay, das hätten wir besser machen können. Jetzt brauchen wir nämlich drei Bomben statt nur zwei. Das wäre ein bisschen doof. Egal. Egal. Ich hätte wirklich gerne irgendeine Karte, die mich da raus teleportet. Und wir sind so richtig langsam. Ah, gib mir ein Speed-Up. Ich brauche irgendein Speed-Up. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht diesen Goat-Hoof mitnehmen. Selbst wenn wir ihn bekommen würden. Waren wir hier schon drin? Ja. Okay. Aber wir brauchen noch irgendwie Schnelligkeit. Durch irgendeine Pille oder was weiß ich. Oh mein Gott. Drei Stück von euch. Pow! Oh Gott, geh weg. Geh bloß weg von uns. Okay. Geld, Geld. Hallo? Hier, bitte einmal schnell sterben. Bitte einmal ganz schnell sterben. Dankeschön. Ein Herz brauchen wir nicht. Die sind auch schnell tot. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Bombies brauchen wir. Sollten auch recht schnell sterben. Wir machen... Wow, okay. Okay, mach das mal nicht so knapp. Ist uncool, wenn du uns fast triffst. Ich mag das nicht, wenn uns Gegner fast treffen. Aber wir können quasi in jeden Raum rein, das einsetzen und dann ist schon alles weg. So, super Geheimraum und... Das werden Doppelbosse. Okay, sonst haben wir alles. Wir haben alles aus der Ebene rausgekitzelt, obwohl da sind noch zwei weitere Räume. Aber wollen... Ja, komm, wir machen die noch kurz. Ist ja eh nur kurz reinlaufen, einmal das Space-Item einsetzen und wieder rauslaufen. Okay. Zum Glück. Das wäre nämlich sonst ein blöder Raum gewesen. Ich bin mal gespannt, wie wir im Utero zurechtkommen. Da lauern ja noch weitere blöde Gefahren auf uns. So, und ich hoffe immer noch auf irgendeine Pille, die uns da raus teleportet oder ein... Eine Karte. Wir kriegen aber irgendwie keine. Irgendwie kriegen wir keine. Okay, guck mal, sogar die Geister haben Angst vor uns. Sogar die Geister. Okay, letzte Chance auf eine Karte oder sowas. Nope, vielleicht du. Komm schon, nein. Wieso bist du nicht mein Retter? Na gut, können wir den noch kurz... Da ist das jetzt drin. Oh Mann, na gut, dann nicht. Dann müssen wir wohl oder übel den Stachelraum lassen, sein lassen und gehen dann zum ersten Boss. The Fallen, okay. The Fallen. Hoffentlich sterben wir nicht, wäre ganz cool. Zumindest treffen wir beide. Sollten recht schnell sterben. Und du machst bitte deinen Laser nicht, danke. Book of Sin können wir mal einsetzen. Schwarzes Herz bringt uns nichts. Und ab zu Mutti. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Wir haben zumindest diese Fliegen, die sind auch gut.
So, okay, noch kommt nichts an uns ran. Perfekt, wir müssen zu The Lamp, das heißt, wir nehmen das Negativ mit und gucken mal hier rein. Ja, war klar, dass da irgendwas Böses drin ist. Und 9 Katzen-Item. Und 9 Katzen. Oh. Okay, Spinnen sind böse. Blöder Devil-Deal, schade. Ich habe halt immer noch nur ein Leben. So, aber zumindest sind wir im Utero. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Haben zumindest mal mit The Lost Mom besiegt. Ein Luck Up brauchen wir nicht. Wo sind die Fragezeichen? Da unten. Das heißt, der Boss wird wohl irgendwo da unten sein. Und wozu hier noch lange rumsuchen? Oh, die sind alle gestorben. Nice. Wenn wir ungefähr wissen, wo der Boss ist. Da ist der normale Geheimraum. Das heißt, hier unten ist der Supergeheimraum. Weil, nehmen wir nicht mit, weil der Boss ist ja vorzugsweise am Supergeheimraum dran. Und der Supergeheimraum ist nun mal hier unten. So eine Slotmaschine brauchen wir nicht. Bringt uns einfach nichts. So, okay, hier sind noch mehr Gegner. Oh, fuck. Oh, das war richtig knapp. What the fuck? Okay. Okay, und wir sind immer noch richtig langsam. Ich hoffe, wir werden noch irgendwann schneller. Irgendwie, irgendwo. Irgendwas, warum auch immer. Und was kriegen wir? So, hör mit. Aha. Okay, Greed. Hallo, Greed. Tschüss, Greed. Wir brauchen kein Geld. Wir gehen einfach zum Boss. Nein, warum The Blood? Warum The Blood? The Blood ist einfach ein richtig Arschloch-Gegner. Hoffentlich springt er nicht nach oben. Hoffentlich springt er nicht nach oben. Hoffentlich springt er nicht... Er springt natürlich nach oben. Okay, okay, der ist ja richtig schnell gestorben. Okay, vor The Blood hatte ich richtig Angst. Wir nehmen einfach mal das HP-Up mit, auch wenn das uns nichts bringt. Contract from Below, sehr geil. Und den Auto-Turret, auch sehr geil. Netter Devil-Deal. Oh, wollen wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube, wir können gar nicht viel machen. Ne, wir gehen einfach in die nächste Ebene. Oh mein Gott. So, damit sind wir dann wenigstens auch hier. Und, okay, ausweichen. Gut, das ist alles perfekt. Der auch noch, okay. Aber wir sind halt richtig langsam. Brauchen auf jeden Fall noch irgendwie... Oh, ich hab dieses Projektil von denen eben nicht gesehen. Okay, ich glaube, wir gehen dann mal hier in den Geheimraum rein. Was haben wir hier? 2 Schlüssel, okay. Oh, wir haben keine Bomben mehr. Wir haben keine Bomben mehr. Oh, fuck. Okay, die haben wir. Die haben wir. Kein Problem. Kein Problem. Ja, kacke, wir haben keine Bomben mehr. Dann kommen wir ja gar nicht mehr in den Supergeheimraum. Okay, da haben wir eine Bombe. Immerhin. Dann können wir auf jeden Fall in den Supergeheimraum rein. So, was haben wir hier? Ja, ein paar Pillen. Okay, Range Up, sehr gut. Und sonst nichts Gutes. Okay, nehmen wir diese Pille mit. Und gehen dann weiter. Oh nein, oh nein, nein, nein. Wieso Laser, wieso Laser? Oh Gott, hoffentlich sind wir schnell genug. Hoffentlich sind wir schnell genug. Oh, warum denn Laser? Oh, okay. Gut, haben wir überlebt. Und wir kriegen einfach die Bibel. Wir kriegen einfach die Bibel vor Moms Herz. Was ist das denn? Ja, perfekt. Okay, nehmen wir mit, sobald wir wissen, wo Moms Herz ist. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das können wir einsetzen. Okay, perfekt. So. Okay. Dann nehmen wir kurz die Bibel mit. Gehen zu Moms Herz. Und besiegen sie. One-Hit. Hallo und tschüss. Okay, perfekt. Dann haben wir Moms Herz besiegt. Und sind damit dann in der Schiol. Müssen noch kurz unser Tamiset wieder mitnehmen. Und dann ist alles gut. So, wir haben Tamiset dabei. Die Bibel brauchen wir sowieso nicht mehr. Dann ab in die nächste Ebene. So, sorry Leute, da war nochmal ein Schnitt und... Also ist jemand reingekommen, ich musste die Aufnahme wieder anhalten und habe vergessen, sie wieder anzumachen. Und jetzt habe ich diese Ebene schon weitestgehend gemacht. Ich war im Challenge-Raum, da war ein 9 Katzenleben-Item drin. Und ja, ein 9 Katzenleben-Item. Also wir haben ein 9 Katzenleben-Item.
gefunden. Und ich habe schon ein paar Mal gegen den Satan gekämpft. Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch 3 Leben. Und dann habe ich gemerkt, oh, meine Aufnahme läuft gar nicht. Ja, so viel dazu. Und ich würde sagen... Oh, da kommt schon wieder jemand rein. Warte kurz. So, geht weiter. Entschuldigung für den Cut. Aber irgendwie kommen heute alle Leute rein. Ich weiß auch nicht, warum. So, und wie gesagt, ich habe schon gegen den Satan ein paar Mal gekämpft. Hat immer verloren, aber bestimmt nur, weil ihr nicht dabei wart. Und war die endlich mal richtig platziert? Sie war mal richtig platziert. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe das die ganze Zeit nicht hinbekommen. Und jetzt, wo ihr dabei seid, habe ich das endlich mal hinbekommen. So, jetzt nur nicht gegen den Satan sterben. Oh, Hilfe. Okay. Alles gut. Okay. So, dritte Form. Ich habe nur Angst vor diesen Viechern, die hier spawnen werden. Die da. Oh. Denn die explodieren und explodierende Viecher sind nicht nett. Oh, kann das denn sein? Mit Aufnahme kriege ich das hin? Wir haben den Satan. Okay, wir haben den Satan besiegt. Okay, ab in die Chest. Ab in die Chest. Mit einem fucking Leben. Okay, wir stehen unserem Ziel näher als jemals zuvor und wir kriegen nur rote Kisten. So, hier war jetzt nochmal ein Cut, weil ich essen war. Deswegen sind die auch die ganze Zeit reingekommen. Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe gegessen, jetzt bin ich neuer Energie und vielleicht bin ich jetzt einfach sehr, sehr unkonzentriert. Aber wir schauen mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Black Chest drin. Und das bedeutet, dass wir sehr nah an The Lamp sind, an unserem Ziel. Oh nein, Geister? Oh, wieso denn Geister? Geister? Warum? Geister? Oh mein Gott. Oh mein Gott, es lebt immer noch Geister. Warum leben denn immer noch Geister? Stirb bitte. Oh. Ich hab Angst. Geister sind böse. Geister sind richtig böse. Okay, einer lebt noch. Da ist er. Zeige dich, Geist. Ace of Spades. Hatten wir vorhin schon mal, wenn ich mich recht entsinne. Hätten wir vorhin mal einsammeln sollen, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich was Besseres bekommen. Verdammt. Immer aufsammeln sowas, sonst kriegt man alles doppelt. Und das will man ja nicht. Okay. So, einer ist auf jeden Fall tot, dann sollte der andere auch kein Problem mehr sein. Er schickt sein Pferd los, okay, perfekt. So, der ist weg, fehlt nur noch sein Pferd, ist auch weg. Die Fragezeichen sind da hinten, dann gehen wir einfach mal nach rechts. Hoffentlich ist das der richtige Weg. Hilfe. Okay. Oh, nee. Laser. Schieß bitte nicht. Oh. What the fuck? Okay, super Geheimraum ist da rechts. Sieht gut aus. Megamor. Okay, der war instant tot. Finde ich nice. Ich glaube, der kann uns dann gar nicht mehr hier hinten treffen, oder? Sieht nicht so aus. Okay, gut. Hier unten ist der Geheimraum. Wir haben 2 Bomben. Wir werden auf jeden Fall mal nachschauen. Und wir kriegen einfach ein Damage ab. Ja gut, einfach eines der heftigsten Pilze, die es gibt. Hatten wir davor... Sind wir jetzt noch stärker als vorher? Keine Ahnung. Okay, da ist der Boss. Okay, wir müssen nur noch diesen Raum hier schaffen. Diesen Raum überleben. Dann können wir gegen The Lamb kämpfen. Und wir haben noch 2 oder 3 Leben. Weiß ich gerade nicht so genau. Okay, The Lamb mit einem Leben. Okay, dann mal ab zu The Lamp. Wir dürfen kein einziges Mal getroffen werden, ist die Sache. Okay, Schaden machen wir aber eigentlich ganz okay. Ja! Oh, danke! Alter! Oh. Gut, dass wir das neue Katzenleben am Ende noch gefunden haben. Und das Damage-Up, das wir eben bekommen haben, war bestimmt auch noch gut. Ich bin mit The Lost durch. Ich bin mit fucking The Lost durch. Boah. Wir haben The Soul und den Godhead freigeschalten.
Dein Ernst? Wir haben alles besiegt mit Zelost. Ja gut, dann kann ja gar nichts Schlimmes mehr kommen für uns. Jetzt können wir ja alles schaffen. Alles, wenn wir das mit Zelost schaffen. Oh, krass. Ist richtig krass. Und dabei haben wir so spät erst das neue Lebensitem bekommen. Aber wir brauchten es noch. Ich bin nämlich 6-mal oder so gestorben beim Satan. Okay, ja, nice. Dann sind wir durch mit Zelost. Wir sind durch mit Zelost, ich kann das gar nicht glauben. Okay, cool, ja. Okay, ich freue mich dann mal ein bisschen. Bedanke mich dann recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr noch morgen wieder einschalten würdet. Dann nicht mit Zelost, wir spielen nie wieder Zelost. Vielleicht im Stream irgendwann mal, aber jetzt erstmal überhaupt nicht mehr. Den fasse ich jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr an. Boah, mein Herz. Alles blöd. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ich kann das immer noch nicht glauben. Und tschüss.